So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Oh yeah! Frag mich nicht, was für ein random Einstieg das wieder war. Aber egal. Beim letzten Mal hatten wir eine sehr, sehr schöne Folge und ich würde das da gerne dran anknüpfen. Ich fand die sehr schön ruhig. Vorletztes Mal die Arena, blau besiegt, bla bla. Jetzt beim letzten Mal angefangen, die Kraxastellen abzuarbeiten. Jetzt sind wir in Kesselberg und arbeiten weiter Kraxastellen ab. Ich war einkaufen auf Screen, ich habe ein paar Hypertricke gekauft. Ich habe die Hyperheiler kaufen sollen noch. Zwei Top-Genesungen gekauft und ich habe noch ein bisschen Schutz gekauft. Denn Schutz schadet ja nie, ne? Bekanntermaßen. Hab mich ein bisschen quasi das hineingearbeitet, was man noch so machen könnte. Wenn ich den Schutz mal finden würde, wäre das super. Wo bist du denn, Schutz? Da. Genau, hab mich... Wirkt doch, okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob der ausgelaufen ist. So, hab mir mal eine Karte vom Kesselberg angeschaut und gemerkt, oh fuck, das ist gar nicht so viel, wie ich erwartet habe. Okay, das sollte jetzt eigentlich für uns recht schnell gehen. Wir können nämlich hier rausfahren und dann hier draußen haben wir ein Secret Exit mit... Ein Secret Exit klingt wie Mario. Wir spielen hier insgeheim Mario Brothers mit Secret Exits und einer World Map und keine Ahnung. Und finden die Dubios Disc. Ich habe ja früher immer Dubios Disc gelesen, also quasi die Disc, die dem lieben Dubio gehört, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Wobei ich ja sagen muss, dass mir die Hintergrundgedanke hinter Porygon 2, Porygon und Porygon Z verdammt gut gefällt. Es ist ja prinzipiell so, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, Geld, yes. Es ist prinzipiell so, dass Porygon spiegelt die damalige 3D-Grafik bei Videospielen wieder. Und Porygon 2 quasi die optisch aufpolierte Version davon. Und also die dann halt was auf, ein bisschen optisch ein bisschen besser aussieht, also abgeglättete Ecken. Geglättete Ecken, das klingt auch interessant. Also diese abgerundete Ecken, genau. Ist hier noch ein Item? Irgendwo da unten sicherlich. Aber da will ich jetzt gar nicht hin. Ich will mich jetzt hier hauptsächlich um die Charakterstellen kümmern. Und Porygon Z ist quasi doppelt drinne quasi. Porygon Z soll zum einen diese moderne Technik mit WLAN und alles darstellen. Sieht man daran, dass halt zum Beispiel der Hals... quasi das Porygon Z hat keinen Hals, wie man ja weiß. Und der Kopf schwebt ja einfach so drüber. Und das soll so ein bisschen so die WLAN-Generation und alles mögliche mit drahtlos Verbindungen, hast du nicht gesehen, symbolisieren. Und gleichzeitig auch quasi den Virus, die verbuggte Version von Porygon 2. Was ich unglaublich cool finde. Deswegen ist mir Porygon Z ein unglaublich sympathisches Pokémon. Ich finde es einfach unglaublich cool. Und wenn man sich mal anschaut, wie es in der 6. Generation bei der Kampfanimation abspackt, wenn es eine Attacke einsetzt, eine spezielle... Dann ist mir das gleich noch viel sympathischer. Und wir gewinnen noch einen Sonderbonbon. Das ist super. Alles klar. Und wir haben einen Schützer gefunden. Damit können wir theoretisch, wenn wir einen Rizoros hätten, es zu einem Rehornio entwickeln. Aber wir haben keinen Rizoros. Also entwickeln wir es auch nicht zu einem Rehornio. Weil das würde sich irgendwie widersprechen vom Sinn her. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist natürlich super. Kurz vorm Ausgang. Das war ja timingtechnisch wieder mal eine Glanzleistung hier, ne? So. Raus hier. Raus hier. Ja, ich bin aktuell... 42, das Sinn des Lebens, dieser Hut ist so sinnvoll, aha. Ja, sehr, sehr lustig, ne? Gut, wir wollen erstmal noch kurz nach Anemonia City, weil ich noch mir kurz die Route zur Safari-Zone anschauen möchte, bezüglich Kraxler und Kaskade. Da war nämlich noch was, da bin ich mir sicher, dass wir da noch irgendwas noch nicht geholt haben. Oh, die Musik ist so schön. Wir haben immer noch kein Pokémon gefangen, fällt mir ein, aber egal. Uninteressant. Moment, wenn ich mit dir rede. Ja, cool. Wenn ich gerade schon hier bin, dann gib mir die Nummer. Ist eine gute Idee. Ja, Matrix Nummer. Wenn wir gerade schon da sind, warum nicht mitnehmen? Okay, wenn er... Okay. Ich werde sowieso online nachschauen, wann ich ihn anrufen kann. Ich werde sie auch alle offscreen anrufen, weil es mir ansonsten zu viel Arbeit ist, da immer wieder reinzuschauen. Immer nachzufragen. So, wann kann ich dich jetzt anrufen? Auch, wobei sie es einem auch sagen, wenn man sie zum falschen Zeitpunkt anruft. Lustigerweise hört er einen nicht, wenn man ihn anspricht, also der gute Hartwig, aber wenn man ihn anruft, das hört er dann schon, ne? Unter so einem Wasserfall, ich meine, warum nicht? Da drüben ist doch ein Item, oder? Eine Riesenperle, also noch mehr Geld. Das war jetzt ein bisschen soundchaotisch, muss ich ganz klar sagen. Nee, irgendwie, was ich gerade auch anmerken wollte, war ja noch der Punkt,
hier groß am Pre-Capturen und nebenbei hochladen. Und aktuell meint mein Internet so, nope, du darfst nicht. Und das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dass das alles funktioniert, weil prinzipiell solltet ihr diesen Part am Montag, den 22.12. sehen. Prinzipiell. Heißt nicht, dass es auch funktioniert. Aktuell bin ich noch am Hochladen für den vom Donkey Kong Part von letztem Samstag für euch. Und da bricht mir mein Internet immer wieder ab. Keine Ahnung, das DSL verschwindet immer wieder, weil... Wir haben es einmal kurz ausgesteckt, weil wir das umräumen mussten und danach hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Neu gestartet, alles möglich probiert, es spinnt rum, ich weiß nicht warum und es ist einfach so. Ich hoffe, es hat sich bis dahin wieder ein bisschen eingependelt, weil so wie das aktuell läuft, kann ich leider Gottes nicht streamen, auch wenn ich gerne mal wieder streamen würde. Nein, Schutz, du bist nicht zu Ende, das hast du nicht gesagt. Das ist nie passiert. Ich würde unglaublich gerne wieder streamen die nächste Zeit und ich kann es leider Gottes nicht, wenn mein Internet sagt nein und alle 2 Sekunden abbricht, weil dann haben wir nur Drop Frames und alle 2 Sekunden ist der Stream down und nee, bringt gar nichts. Es ist irgendwie immer so eine Stunde da und dann ist es wieder weg und dann spinnt es irgendwie wieder für 20 Minuten rum und dann funktioniert es wieder für eine Stunde und dann, ja, Geld, ne, kennt man ja. Es ist ein bisschen nervig, weil ich es gerne, ja, ich würde gern produktiv arbeiten, aber ich bin so ein bisschen verunsichert jetzt. Es geht mir ein bisschen auf den Keks, vor allem, weil ich recht viel pre-uploaden muss für gewisse Spiele, für eine gewisse Zeit über Weihnachten. Und ich sehe da so ein bisschen meine Planung im Arsch sein. Deswegen hoffe ich, dass es möglichst bald gefixt wird, das Problem. Ich weiß nicht, ob es an 1&1 liegt oder an keine Ahnung was, aber das wäre doch ganz nett, wenn sie das möglichst bald beheben. Seit gestern ist für mich jetzt gerade Donnerstag Nachmittag. Ich habe irgendwie diese Woche jeden Tag das Gefühl gehabt, es ist Freitag. Ich weiß auch nicht warum. Oh, hallo, für diesen Eingang soll man einmal... Warte. Über diesen Eingang soll mal... Hänger. Nochmal. Über diesen Eingang soll man einmal in einen riesigen Turm gelangt sein, der bis über die Wolken reichte. Insbesondere seine ungewöhnliche Form soll Aufsehen erregt haben. Die Hälfte des Bauwerks wurde wohl bei diesen Steilhang eingearbeitet. Der Turm ragte also nicht nur weit in den Himmel, sondern er streckte sich auch bis tief unter die Erde. Und zu guter Letzt soll er auch noch mit dem Meer verbunden gewesen sein. Diese Ruinen waren einmal kolossal. Inzwischen liegt der Turm aber fast komplett in Trümmern. Vielmehr als der Eingang von der Mittelbaum mit dem mit ein paar merkwürdigen Abbildungen ist nicht mehr von ihm übrig. Ich kann heute echt nicht lesen. Es gibt so Tage, da geht's gar nicht. Beziehungsweise es gibt den Regelfall, da geht's gar nicht. Und es gibt Tage, da läuft's dann irgendwie. Und das ist immer so, ich habe immer so das Gefühl, das hält von der Tageszeit ab, an der ich jetzt aufnehme. Wenn ich jetzt nachts aufnehme, kann ich besser lesen, als wenn ich tagsüber aufnehme, habe ich immer so das Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin ja immer eine Nachteule. Oh. Na, hab die letzte Nacht nicht so viel geschlafen und deswegen. Schauen wir mal kurz rein. Felsenherzturm. Leider Gottes kann man sich das weiter oben nicht anschauen und auch nicht weiter unten. Das wäre voll cool gewesen, wenn man dann noch ein bisschen mehr sehen könnte. Hier können wir nachher noch theoretisch 2 Pokémon fangen, allerdings erst nach dem Final Kampf, wenn man so möchte. Ein Final Kampf, es ist so wunderbares Deutsch, das tut schon fast wieder weh. Ist noch ein bisschen hin und ich weiß auch nicht, ob wir dann, also wir können sie besiegen in dem Fall. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen werde, weil für das eine bräuchte ich doch ein anderes Pokémon, das von einer anderen Edition kommt und ich weiß nicht mal mehr, ob ich das überhaupt noch habe. Darauf möchte ich allerdings jetzt noch nicht direkt eingehen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es machen werde, das ist ja das Problem. Also das eine könnte ich sogar machen, aber das müsste dann halt theoretisch nach dem Champ gemacht, nach dem Final Fight, was ein bisschen doof wäre, weil dann wäre ja der Abschluss so ein bisschen sehr, sehr seltsam und ja. Es sind zwei legendäre Pokémon und quasi es sind 3 legendäre Pokémon. Eins davon bekommt man nur in Hard Gold, eins bekommt man nur in Silver und eins bekommt man in beiden, aber um das Weltbrecher Marinus. Mit dem rede ich gleich mal. Um das letzte zu bekommen, muss man halt die beiden editionsspezifischen Pokémon von der jeweils anderen Edition auf einer haben. Das heißt, wenn ich jetzt Hard Gold spiele und bekomme Pokémon X, das klingt wie Pokémon X, das ist 6. Generation und so war das eigentlich nicht gemeint. Hard Gold mit Pokémon X und Soul Silver mit Pokémon Y. Dann, und ich spiele jetzt Pokémon Soul Silver, habe so Pokémon Y hier gefangen, muss ich das Pokémon, das Gegenstück, also Pokémon X aus Hard Gold, mir auf die Edition tauschen. Ich kann es mir auch nicht woanders fangen, weil es dann nicht funktioniert. Es muss aus Hard Gold sein. Und wenn ich Pokémon X und Pokémon Y habe und mit Pokémon X in Soul Silver zu bis nach Pokémon renne, bekomme ich einen Gegenstand, mit dem ich dann quasi verstecktes Gras, okay. Was auch immer, kann man sich ja voll die coolen Pokémon fangen.
Dann bekomme ich ein Item, mit dem ich das letzte legendäre Pokémon triggern kann. So war das genau. Jetzt habe ich wieder genau im Kopf. So war das. Und da ich nicht weiß, ob ich Pokémon X noch habe über Heart Gold, ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt jetzt gerade, wäre es halt ein bisschen blöd, weil wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht zeigen. Und irgendwie die Hälfte zeigen will ich auch nicht. Und lass mal Fahrrad fahren. Marinus! Der gewaltige Strom der Wassermassen, die den Wasserfall hinabstürzen, passt ganz hervorragend zu mir, dem mächtigen Wellenbrecher Marinus. Und du wagst es, mich trotz dieses ehrfurchteinflößenden Schauspiels einfach so anzusprechen. Oh, aber ich habe dich schon mal in einem Einkaufszentrum von Brosmania City getroffen. Du bist das Kind mit dem Maskenfimmel. Ich bin hier, weil man mir sagt, in der Nähe von Anemone City gäbe es einen tollen Wasserfall und der ist wirklich atemberaubend. Ohne Wasser gäbe es weder uns Menschen noch die Pokémon. Aber seine gewaltige Macht kann uns auch alle teuer zu stehen kommen. Du bist ein Trainer aus dieser Region, habe ich recht? Als Trainer musst du wie das Wasser gewaltige Energien freisetzen können, um die Herzen der Menschen zum Überschäumen bringen. Gib alles und trage deine Maske mit Stolz, Mo. Ich habe keine Maske, aber ich hätte gerne eine. Gib mir deine. Ich will eine Maske haben. Ich weiß, das ist ein Wunderpunkt. Er will mir seine Maske nicht geben und das kann ich nicht leiden. Kurz mal Schutz anschmeißen, weil ich nicht weiß, ob da etwas war. Und wenn da was war, bezüglich Kraxler, würde ich es gerne mitnehmen. Okay, hier ist nichts. Alles klar, dann hauen wir ab. Wir hoffen, nichts übersehen zu haben. Und machen uns auf den Weg zu den Alfruinen. Das ist Viola City. Passt, da wollen wir hin. Genau da wollen wir hin. Genau, das ist so viel zu dem Thema. Ihr könnt mal schreiben, für die Leute, die das Spiel kennen, soll ich es machen, nach dem, als Bonuspart quasi noch hinten dran schmeißen. Oder nicht, ist die Frage. Wenn ich es nicht mache, kommt das nächste Projekt ein bisschen schneller. Wenn ich es schon mache, dann dauert das nächste Projekt halt noch ein bisschen länger, weil dann habe ich noch ein bisschen was anderes vorher zu tun. Das ist jetzt ganz eure Entscheidung. Mir ist das recht bums. Hallo du. Einen schönen guten Tag. Du musst Mo sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Koako-Bären. Jo. Komm bald wieder. Einen schönen Tag. Bla bla bla. Paket, bitteschön. Koba-Bären. Jetzt will ich schon wieder Koako-Bären sagen. Aber das haben wir doch erst bekommen. Chiari-Bären. Ich würde gerne noch ein anderes Pokémon mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Wobei. Ja, schon, ja. Piapa-Bären. Komm. Ist gut, komm, jetzt sind wir jetzt vorbei. Ja, wie viele Pakete bekomme ich denn? Piapa-Bär nochmal? Haben die nicht alle mehr bekommen? Ich meine doch, ja. Kein weiteres Paket, danke. Hättest du nicht gleich sagen können, ich gebe dir alle auf einmal? Ich finde es ein bisschen anstrengend, dass man den immer 15 Mal ansprechen muss, bevor man irgendwas bekommt. Naja. Egal. Wir holen noch ganz kurz ein Pokémon ab, das ich jetzt gerne ins Team nehmen würde, als festes Member sogar. Wobei ich es in dem Fall sogar, Ich überlege es mir zumindest, dass wir Marcel mit reinnehmen. Das ist so liebe Relaxo. Und Vorteil ist es halt schon Level 50, ne? Da muss man nicht mehr so viel trainieren. Und damit dann quasi uns durch die Alfruinen kämpfen. So ein bisschen, dass wir das gleichzeitig ein bisschen mittrainieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte Bericht klicken. Ich wollte schauen, was für Attacken es hat. Knirscher. Knirscher ist gut. Gefällt mir. Setzen wir mal hoch. Ich würde mir gerne jetzt irgendwie noch so Stärke oder sowas beibringen, damit es einen Stab hat. Relaxo läuft, oh mein Gott, es rollt nicht. Mein Weltbild wurde zudem zerstört. Ach komm, wir bringen ihm gerade Stärke bei. Dann haben wir zwar zwei Stärke-Pokémon im Team, aber pff, Wayne. Oder haben wir noch irgendwas anderes Cooles, was wir ihm beibringen könnten? Gift-Heap. Kannst du Gift-Heap lernen? Ist ja irgendwie cool. Nö, kann keiner lernen. Ist ja viel zu viel verlangt, ne? Atomsperre, Steinpolitik, bla bla, nee. Hitzekoller, Lake, Ladestrahl, Silberhauch, Schleuer, Trugschlag, Geheimpower, Anziehung, Raub. Übernahme, Wertewechsel, Eisenschweif, Rückkehr. Ja, du magst mich noch nicht. Das ist ein bisschen blöd, hätte ich jetzt Rückkehr beigebracht. genau, wir bringen ihm mal Eros bei. Weil das so agil ist, so unglaublich. Komm, dann hauen wir ihm erstmal eine Stärke rein. Am letzten Stepart. Weil das kannst du auf jeden Fall lernen. Prinzipiell wäre Kraxler cleverer, aber ich kann es ja immer noch vergessen lassen. Und ich meine tatsächlich, dass wir keinen Kraxler brauchen werden in der Höhle. Nur Kraxler trifft mir halt nicht so genau, deswegen wäre das natürlich ein bisschen doof, ne? Gierstoß möchte ich eigentlich ungern drinnen behalten. Komm, hauen wir den Rückkehrzug raus. Blomp. Schupp, was hat der Rückkehrzug vergessen und lernt Stärke. Wir haben wieder ein 6er-Team, wenn alles gut läuft. Das ist doch schön, das ist doch toll. Ist einfach ein Fuchs, ne? Oh Gott, Insider sind schlimm. Leute, was habt ihr jetzt angetan mit YouTube? So, beziehungsweise haben wir uns selber angetan. Ich meine, ihr habt ja nicht wirklich was getan. Ihr habt gesagt, ja, mach halt, ne? Ihr habt es zugelassen. Das heißt, ihr seid mitschuld, mindestens. Mindestens, ja.
da da die da, wurde 32, ja. Ach ja, so schöne Musik teilweise. Und jetzt noch eine ganz viel, viel tollere Musik. Die Alfruinen. Da da. Haben wir überhaupt schon noch jetzt gemacht hier oder haben wir das auch noch nicht gemacht? Ich meine, wir haben es noch nicht gemacht, kann das sein? Hä? Nee, wir haben es noch nicht gemacht. Willkommen in der Ruinenwerkstatt. Wir restaurieren hier gerade Steintafeln, in den Ruinen ausgegraben wurden. Die Bruchstücke der Steintafeln lassen sich drehen, indem man sie kurz antippt. Berührt man sie, ohne loszulassen, kann man sie frei umher bewegen. Wenn man sie auf diese Weise jetzt zusammensetzt, sollte man sie eigentlich wieder restaurieren können. Okay. Was steht hier drauf? Flucht. Ach genau, hier muss man ein Fluchtseil einsetzen. Wir werden uns jetzt hier nach und nach durcharbeiten. Wo war denn das Fluchtseil? Wenn ich mich in meinem Beutel zurechtfinden würde. Bop. Genau. Klacks. Können wir jetzt hier reingehen. Und hier finden wir ganz interessante Items mal wieder. In den Alfruinen. Zu meinen Pirsifbeeren. Und Sinelbeeren. Also ganz viele. Erstmal viele Beeren. Das hätten wir recht früh schon machen können. Das Rätsel hier. Das Heilpuder. Und den Energiestaub. Genau. Jetzt können wir es hier runterschmeißen. Juhu! Relaxo, wie mit einer Leine fällt es mit hinterher. Wobei es dann wahrscheinlich umhängen bleiben würde, weil Relaxo viel zu schwer ist. So, ich gehe mal kurz von der Schrift runter, weil ich sie gerne vorlesen würde. Unser Stamm hier meißeln Nachrichten. Unser Stamm hier meißeln Nachrichten. Jo. Alles klar. Das sollte geklärt werden. Wurde erfolgreich geklärt und ja. Wir schauen, dass wir alles machen können, was wir machen können. Dass wir alles machen, was wir machen können. So ist richtig eigentlich. Oh, die Musik ist toll. Da, 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 da. Wer bist du denn? Dafür, dass es hier so leer ist, wurde dieser Raum aber ziemlich groß angelegt. Jau, das ist wahr. Oh, Musik ist toll. Dieser Raum strahlt irgendwie etwas Mystisches, etwas Geschichtsträchtiges, etwas Unheilvolles, etwas Altertümliches, etwas Bedrückendes, etwas Muffiges, etwas, naja, einigen wir uns mal auf Ehrfurcht einflößendes aus. Ja. Ja, wirklich. Der Kamerakauz Wigbert ist auch mit dabei. Ein sehr schöner Ort, ein sehr mysteriöser Ort, den ich sehr, sehr gerne mag. Muss ich persönlich sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass, was soll ich jetzt sagen? Dass es hier noch ein Event gibt eigentlich mit einem Arceus, mit einem Event-Arceus. Allerdings habe ich das jetzt nicht mehr, glaube ich, auf der vierten Gen, deswegen kann ich das leider Gottes nicht machen, sonst würde ich es vielleicht sogar zeigen. Genau, wir lösen mal hier das Rätsel, dann müssen wir ein schönes Bildchen zusammen schustern. Kennt man ja. Das sollte aber nicht so schwer sein. Ja, das war tatsächlich sehr einfach. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was auf der Überschrift stand. Schade. Naja, das, ihr könnt zurückspulen und lesen, was oben auf dem Touchscreen stand. Am Topscreen. Da stand ja was. Und da ist ein neuer Kerl. Der sagt mir irgendwas. Wer bist du? Wenn du hier von oben heruntergefallen bist, solltest du das ja nie im Leben. Du hast tatsächlich das Puzzle der Steintafel gelöst. Das ist ja wunderbar. Du scheinst ein Händchen für die Archäologie zu haben. Hier, nimm dieses Ignito-Heft. Es legt automatische Einträge für Ignito an, die du neu gefangen hast. Ich kann immer noch nicht lesen. Es ist schlimm, ich entschuldige mich heute mal ausnahmsweise dafür. Zunge. Das wird dir von großem Nutzen sein. Mo erhält Ignito-Heft. Wir können theoretisch noch ein Pokémon hier unten fangen. Du kannst irgendeine Präsenz spüren. Leicht creepy. Und da ist die Präsenz auch schon. Herzlichen Glückwunsch. Hallo Incognito. D. Haben wir nicht schon Incognito? Fällt mir gerade so ein. Anscheinend nicht. Und wir einfach mal so. Na, wie geht's? Hi. Mal sehen, ob wir es fangen können. Ist ja irgendwie cool. Ja, schmeiß nochmal einen Hyperball, weil Schwächen ist nicht drin, mein Lieber. Wie kann ich es nennen? Ich weiß es nicht. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. D würde ich eigentlich noch fast sagen, Dommy. Aber ja, ne, haben wir schon. Sein flacher, dünner Körper hängt immer an Wänden. Seine Form scheint eine Bedeutung zu haben. Oh ja. Das Symbol-Pokémon. Wie nennen wir es denn? Wie nennen wir es denn? Es passt vom Buchstaben her nicht, aber ich hätte... Dankeschön. Ich hätte die Person gerne noch mit, im Let's Play, deswegen nenne ich es Lee. Für Break Lee 2. Denn, der wollte, glaube ich, auch noch eins sein, Pokémon. Wenn nicht, ist er jetzt eins. Pech.
Pech, dann hat er jetzt keine Wahl. Jetzt ist er eins und muss damit leben. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich ihm auf dem Weg zum Silberberg noch ein Pokémon fange, aber ich weiß halt nicht, ob ich da noch eins finde, was wir noch nicht hatten. Deswegen dachte ich mir, komm, bevor er nicht im Let's Battle verewigt wird, ist er jetzt einfach mal mit dabei. Und ich kratze mich mal am Arm, ne? So. Schauen wir uns noch das nächste Rätsel an, bevor wir den Part beenden. Wo war denn das nochmal genau? Das war hier irgendwo in der Nähe. Ach, da unten muss ich, glaube ich, rein, ne? Surfer wollen wir rübersetzen. Happy setzt Surfer ein. Ein glückliches Seepferdchen. Ja, ja, ja. Ganz, ganz lustige Witze heute. Die nicht witzig sind. Lustige Witze, die nicht witzig sind, sind keine Witze eigentlich, aber egal. Da drüben ist noch ein Item. Das möchte ich gerne haben. Spiel, gib mir das. Ja, genau. Was haltet ihr denn von den Alfruinen? Ich meine, das ist ein, in meinen Augen ein unglaublich epischer Ort. Aber ihr könnt ja auch sagen, oh Gott, voll scheiße, er kann gar nicht leiden, ey, voll kacke. Aber ich glaube, dass es vielen Leuten hier sehr gut gefällt, weil es einfach so eine mysteriöse Umgebung ist, einfach so eine mysteriöse Aura beinhaltet. Was ja durchaus stimmt, ne? Darf man nie vergessen. Mal schauen wir mal. Schauen wir mal hier rein, genau. Erstmal würde ich sagen, schauen wir uns wieder hinten das an. Licht. Okay, dann müssen wir gleich nochmal herkommen, beziehungsweise beim nächsten Part mit einem Pokémon, das Blitz beherrscht. Und schauen wir mal kurz an, was hier ist. Dieses Pokémon kannte keine Angst und durchschweifte frei den urzeitlichen Himmel. Das ist ein Aerodactyl. Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie genau das angeordnet ist. Das muss ich mir anschauen. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ist das die richtige Ecke? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das gehört unten rein. Ja, da unten gibt es mehr Sinn. Du müsstest dann hier reingehören, dementsprechend. Ja, das gehört da rein, genau. Das müsste hier unten hingehören, genau. Läuft doch. Heute Puzzle-Genie, oder was? Ha! Selten, aber manchmal soll es halt sein. Und... New Bomb. Einfach durch die Decke gefallen, warum auch nicht? Musik unten ist immer noch toll. Und ich muss gerade an das Event denken, das es hier gibt, wenn man das Event als solches dabei hat. Das ist ein ziemlich cooles Event, was ich echt gern zeigen würde. Ich kann mal schauen, ob ich es noch auf der Animation habe, weil dann würde ich es vielleicht sogar gerne mal zeigen. Und wenn nicht, dann müssen wir eben darauf verzichten, weil ich kann nur machen, was ich habe. Und was ich nicht habe, kann ich nicht machen. Eine logische Schlussfolgerung. So. Leute, beim nächsten Mal schauen wir uns den Rest der Alfruin an, würde ich sagen. Wobei ich da noch sagen muss... dass wir uns beim nächsten Mal einfach in diesem Gebäudekomplex wiedersehen, beziehungsweise hier wiedersehen, mit Fleckborn dabei, damit wir uns den Rest anschauen können. Was sagst du denn, Marcel? Marcel schnappt nach seinen Füßen. Mit dem Mund, du sollst mich nicht fressen. Dankeschön. Alles klar, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Rest der Alfruinen, der mysteriösen Alfruinen, okay, ja. Und grüßt an alle, die im 97er Jahren geboren wurden, denn das ist euer Part heute. Herzlichen Glückwunsch, woo, hi. Wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Pokémon Soul Silver, danke fürs Schauen. Hoffe, hat euch gefallen und ich kann nicht reden. Bis zum nächsten Mal, ciao.